Boah. Ich will gar nicht zählen. Noch ein Hinweis. Versuche den Verlauf des Seils mit dem Touchpad nachzuvollziehen. Bereiche die hinter der oben sind, solltest du die Antwort bald finden. Kann man hier malen? Okay, das ist ein einfacher. Hallo, Hallöle, willkommen zurück zu Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf. Haben wir den hier schon besprochen, angesprochen? Ich glaube nicht. Ich werde heute Nacht noch hier sein. Vielleicht können wir ja dann noch ein wenig fachsimpeln. Okay, doch, haben wir. Offenbar ist es ja genau das wissen wir. Ist hier sonst noch irgendwas? Da ist eine Hinweismünze, die ist gut. Da ist noch eine Hinweismünze. Gut, dann geht's weiter und zwar erstmal nach da. Hier gibt es ja so einiges zu kaufen. Wohin dieser Weg wohl führt, das sehen wir uns später an. Natürlich. Vielleicht gibt es hier noch versteckte Rätsel, das weiß man ja mal nicht. Oh, eine Hinweismünze. Okay, dann reden wir mal mit dem. Archibald, wollt ihr mir wohl kurz euer Ohr leihen? Ich wüsste gerne eure fachliche Meinung zu einem Rätsel. Rätsel 40. Wie alt ist Vater? Ein Vater schwätzt mit seinem Sohn. Dieser fragt ihn folgendes: Papa, ich bin jetzt 22, aber wie alt bist du eigentlich? Das sollte man eigentlich wissen, ne? Der Vater antwortet: Tja, das wüsstest du wohl gerne. Ich bin so alt wie du plus die Hälfte meines Alters. Wie alt ist der Vater? Das ist ja ein bisschen. Okay. Das ist sozusagen so eine Art, wir rechnen X aus, ja? Also der Sohn ist 22. Der Vater ist genau so alt wie du plus die Hälfte seines Alters. Also plus x durch 2 gleich x. Jetzt müssen wir das Ganze auf x umlösen. So. Wenn ich jetzt auf beiden Seiten. Ach, ich hasse das immer, dieses X und Bums und Kacks. Wenn ich jetzt auf beiden Seiten mal 2 rechne. Dann kommt hier raus. Ich weiß gar nicht, wie man das denn auch mal 2 rechnet. Ich habe schon ewig das nicht mehr berechnet, ey. Ich brauche mal kurz einen Hinweis, das ist mir zu viel Rechnerei. Nicht schon wieder Mathe, ey. Das klingt verwinkelt, aber schau dir die Aufgabe noch einmal an. Ich bin so alt wie du plus die Hälfte meines Alters. Wenn du also die Hälfte des Alters des Vaters subtrahiert, hält man das Alter des Sohnes. Du weißt, dass der Sohn 22 ist. Die Hälfte des Alters. Moment. Also, der Sohn ist 22. Wenn man die Hälfte des Vaters subtrahiert, also x minus x durch 2, dann erhält man. Wow. Das ist ja voll krass. Bringt mir voll nicht weiter. Jetzt muss ich ja irgendeine Zahl einsetzen, was da rauskommt. Dass man 22 erhält. Ich habe ja hier so einen schönen Rechner an meinem Handy.
Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, 44 minus 44 durch 2 rechnen würde, dann kommt 22 raus. Ist ja vielleicht 44? Zurück. Thinking is the key to success. Ja. Interessant, ne? Stimmt, genau. Die Hälfte vom Alter des Vaters plus das Alter des Sohnes ist die Lösung. Die Hälfte vom Alter des Vaters entspricht also dem Alter des Sohnes. Der Sohn ist 22, so muss der Vater 44 sein. Junger Vater eigentlich denn, ne? Da müsste der Sohn ja jetzt auch schon Vater werden. So. Offenbar lag ich die ganze Zeit richtig. Danke für eure Hilfe, Jungs. Tut mir leid, dass ich euch so lange aufgehalten habe. Ich wünsche euch weiterhin einen schönen Tag. Und ein seltsames Bauteil gebe ich euch auch noch. Aber sonst ist hier nichts weiter. Nö. Gehen wir mal hier rüber. Wer ist das? Ich sag euch, Sant Mysterie ist in letzter Zeit gefährlich geworden. Ramon zum Beispiel habe ich seit gestern nicht mehr gesehen. Wird der Adegauner etwa vermisst? Ich weiß nicht, wohin die Leute verschwinden, aber in letzter Zeit lösen sie sich einfach in Luft auf. Es ist nicht mehr sicher, allein unterwegs zu sein. Tatsächlich? Können Sie uns vielleicht etwas mehr über die mysteriösen Verschollenen erzählen? Nein, tut mir leid. Ich weiß auch nicht genau, was. Mir scheint aber, als verschwenden nur Leute, die einmal geklagt haben, dass sie müde oder erschöpft sind. Also sonst kann ich mich an nichts erinnern. Vielleicht kann euch Zapone ja mehr darüber erzählen. Nachdem, was ich so... was man so hört, weiß die alte Schnüffelnase immer übersucht ziemlich alles Bescheid. Zapono, sagen Sie, wo werden wir diesen Herrn wohl finden können? Wie, was? Habt ihr ihn etwa noch nicht auf dem Weg hierher getroffen? Hängende Schulter, dazu ein Wirbelbärtchen. Ihr erkennt ihn sofort, wenn ihr ihn sieht. Oh je, das ist ja ganz schön schwer, bei diesem Fall voranzukommen. Nun, es ist noch lange nicht aller Tage Abend, Luke. Lass uns noch etwas herumfragen. Geheimnis. Verschwinden der Einwohner. Ja. Ich glaube, von da sind wir gerade gekommen. So. Genau, das war Archibald. Dann gehen wir einfach hier lang. Ja, aber sie sind von der anderen Seite gekommen. Gerard. Oh, hallo. Sagt mir, ihr habt hier nicht zufällig eine große Münze gefunden, oder? Ich könnte schwören, ich hätte hier irgendwo eine verloren. Seht ihr, ich verliere in letzter Zeit dauernd Sachen. Und das alles zu sitzen wird langsam teuer. Ich bin ein richtiger Pfennigfuchser geworden. Vielleicht wollt ihr mir ja bei einer kleinen Geldfrage helfen. Rätsel 41. Wechselgeld. Ein Seil und einige Münzen sind angeordnet, wie unten gezeigt. Und an den Seilenden, wenn du an den Seilenden ziehst, strafft sich das Seil und schiebt alle Münzen nach oben oder unten. Angenommen, ihr erhält nur jede Münze, die sich nach dem Strafziehen oberhalb des Seils befinden. Wie viele darfst du in diesem Fall einheimsen? Okay. Da muss man ja einfach nur gucken, was oberhalb ist. Ist unten eins, ist unten
Oh Gott, jetzt habe ich den Überblick verloren, was oben und unten ist. Ich brauche einen Hinweis, ganz ehrlich. Bei diesem Rätsel gibt es keinen besonderen Kniff. Ihr müsst nur sorgfältig sein und die Münzen zählen. Wow. Also, das ist unten. Das ist unten. Das ist oben, also 1. Zwei, drei, boah, ich will gar nicht zählen. Noch ein Hinweis: Versuche den Verlauf des Salzes mit dem Touchpen nachzuvollziehen. Bereiche ausmalst, die hinter der oben sind, solltest du die Antwort bald finden. Kann man hier malen? Okay, das ist ein einfacher. Also, das hier ist oben. Das unten. Eins. Zwei. Drei. Sieht ein bisschen komisch aus, ist aber so. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Okay. Ich möchte lösen. Sind 10. Habt Geduld und arbeite stetig auf die Lösung hin. Ich hab doch gezählt. Zwischen den Seilschlingen befinden sich 32 Münzen. Wenn alle spannen und zählen dabei, wenn alles Spannen und Zählen vorbei ist, wirst du nicht einmal ein Drittel davon behalten dürfen. Ja, das hat ja 10, sind noch nicht mal ein Drittel. Boah, das steht noch oberhalb, ne? Ich zähle von der anderen Seite nochmal. 1. 2. 3. 4. 5. Ach komm, ich schreibe jetzt einfach 11 hin. Komm, lösen. Nicht mal ein Drittel, da können auch 11 sein. Steht die Zeit 9 gemacht. Okay. Okay, er hat 9 gemacht. Krass. Stimmt genau. Du hältst 9 Münzen, wenn das Seil straff gezogen ist. Eigentlich ist das Rätsel einfach. Naja, gut, sagst du. Aber es kann ein Weilchen dauern, die Lage der Münzen so zu bestimmen. Deshalb habe ich einfach
9 geschrieben. Wie schlau ihr seid. Nun tut doch einem alten Mann einen Gefallen und sucht nach der Münze. Gut, Bauteil, Rätsel, Münze. Sieht nicht so als, ja gut, da will ich ja nicht rein. Das ist eine Hinweismünze. Ja, ruhig. Sehr ruhig. Viel zu ruhig. Ja. Jo, könnte ich euch zwei Knaben kurz mal beanspruchen? Ich habe deine Frage und bräuchte jemanden mit einem kühlen Kopf, der sie mir beantworten kann. Wisst ihr, ich habe mir vor kurzem im Urlaub ein Kamera-Etui gekauft. Seitdem werde ich aber das Gefühl nicht los, dass mich der Verkäufer betrogen hat. Rätsel 42, Kamera und Etui. Einfach mal noch ein Rätsel, ey. In den Ferien schlenderst du über einen Markt und siehst einen kleinen Stand, an dem Kameras verkauft werden. Ein Set aus Kamera und Etui kostet 310 Euro. Kamera und Etui kostet 310 Euro. Okay. Der Verkäufer sagte, dass die Kamera 300 Euro mehr kostet als das Etui. Kamera ist also Etui plus 300 Euro. Und das ist Etui, den Setpreis minus den Preis für die Kamera kostet. Etui kostet also Kamera plus Etui minus Kamera. Lol. ist irgendwie ja logisch, ne? Aber, also wenn es 310 minus Kamera, dann kostet die Kamera ja irgendwie... Ne, dann kostet das Etui irgendwie 10 Euro, oder? Du beschließt den Kauf einer Kamera zu verschieben und fürs Erste nur das schmucke Etui zu kaufen. Als du dem Verkäufer einen 100-Euro-Schein gibst, siehst du, wie seine Augen aufleuchten. Schnell, wie viel Wechselgeld ist er dir schuldig? Neunzig. Bestätigen. There we go. Hä? Frankly, I'm ashamed. Oh nein, denk scharf nach, sonst wirst du über den Tisch gezogen. Ist doch richtig. Man muss für dieses Rätsel kein Mathe-Genie sein. Aber es gibt einen Fallstrick, über den die meisten Leute stolpern. Kamera und Etui kosten 310 Euro, aber unterscheiden sich um 300 Euro im Preis. Naja, die Kamera kostet 300, da muss doch der GPT 10 kosten. Hä? Deshalb bin ich weiter. Bin ich schon doof oder was? Für neue Hinweis. Ich bin hier so der Verschwender. Wenn wir annehmen, dass Etui x Euro kostet, dann muss die Kamera x plus 300 kosten. Das bedeutet, die Kamera selbst mehr als 300 kosten muss. Hä? Achso, die kostet Etui plus 300. So, jetzt sehe ich das hier nochmal in meiner Schreibweise. Kamera ist Etui plus 300. Beides sind 310. Das heißt, die Kamera kann ja nicht 300 und Dings kosten. Das klappt ja gar nicht. Sagen wir mal, das Etui kostet
Wenn das Etui 5 Euro kostet und die Kamera 300 mehr, dann wären es 305. Das würde Sinn machen. Dann wären es 95 Wechselgeld. Boah, ihr rechnet mir hier noch alles total kreuz und quer. Nur weil ich da irgendwas nicht richtig berechnet habe. Scharf kombiniert. Dieser Händler hatte eine ziemlich missverständliche Art, sich auszudrücken, findest du nicht? Pass auf, dass dich beim Einkaufen niemand übers Ohr haut. Der Schuft hatte vielleicht Nerven. Und ich dachte, das wäre das Schnäppchen des Jahrhunderts. Ganz schön traurig, dass manche Leute so unehrlich sind. Ja, okay. Damit war es das für heute mit Professor Layton, das geheimnisvolle Dorf. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Und ihr könnt den Kanal auch gerne abonnieren. Ciao, ciao.